Und damit herzlich willkommen zurück bei The Forest, meine Lieben. Und ja, lange ist es her, als ich meinen Alpha-Check begonnen habe mit The Forest. Wow, cool. Und ich habe jetzt auch lange, wirklich sehr, sehr lange, oh, ist wieder alles weg, nicht mehr hier reingeschaut. Und ich dachte mir jetzt, hey, es ist jetzt, jo, 20 Minuten nach 12, also nachts, wohl bemerkt. Und ich dachte mir jetzt, komm, wir schauen mal wieder rein, was hier so passiert ist. Und ich muss sagen, ich bin verblüfft von Anfang an schon. P, auf Wiedersehen. Ich bin verblüfft von Anfang an. Es hat sich ja wirklich einiges getan, wenn ich mir das Ganze hier so beobachte. Oder mal anschaue. Hat sich ja wirklich schon einiges mittlerweile getan und ich finde das super. Man kann jetzt den Ladescreen überspringen. Klasse. Einfach wirklich klasse. Und ich muss sagen, ich freue mich mal wieder eine Runde The Forest aufzunehmen für euch. Und hallo, mein Freund. Ich brauche dich. Danke. Ja, ich freue mich mal wieder eine Runde The Forest aufzunehmen. Und wir werden hier jetzt gleich mal ansammeln. Ich habe auch von Anfang an jetzt nochmal begonnen, weil ja eben so viel Neues passiert ist oder gekommen ist jetzt wieder. Und da wollte ich jetzt nicht bei dem alten Speicherstand weitermachen. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, wir fangen neu an und schauen uns das Ganze dann nochmal schön neu an und suchen uns eine Bleibe, wo wir dann eben hingehen werden. Ich höre Geräusche. Ah, die Elektroteile nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus. Und ist auch ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen größer geworden irgendwie. Nee. So. Zack. Speichern geht ja jetzt, wie ich gehört habe. Und gesehen habe bei einigen. Und ja, mal gucken. Wie... Oh. Diese Tennisbälle sind immer noch da. Ich hasse sie. Hallo, mein Freund, komm her. Zack, danke. Und ich habe wieder was vergessen. Ich habe was vergessen. Wir machen das mal schnell. Ihr seht nichts. Ich vergesse es auch ständig. Ich vergesse es ständig. So. Zack. Oh, hallo. Und dementsprechend brauchen wir noch... Oh, kleiner Ruckler. Das war jetzt aber wahrscheinlich wieder bei mir am PC, was? Hoffentlich ist nicht wieder mein Antivirenprogramm angegangen, wie beim letzten Mal bei der Minecraft-Folge. Ging da voll krass mein Antivirenprogramm an. Und war der Meinung, ich suche mich mal durch deine Festplatte, während du aufnimmst. War auf jeden Fall sehr freundlich von dem Programm. Ah, diese Tennisbälle. So, ich würde sagen, wir haben jetzt ein bisschen Lurch, wir haben jetzt ein bisschen Rüstung. Wir trinken mal eine Kleinigkeit und essen mal einen Riegel, dass wir wieder ein bisschen was Intus haben. Und kann man die essen? Weiß ich nicht. Da muss ich erst nochmal ins Handbuch gucken. Wir gehen hier einfach jetzt mal, keine Ahnung, irgendwie weg auf jeden Fall. Und suchen uns mal eine schöne Stelle, wo wir hinkommen, wo wir uns niederlassen werden. Hier ist noch der Speer. Genau. Oh ja, der ist sehr gut. Dann können wir auch Fische angeln. Das ist auf jeden Fall supi. So, dann gehen wir mal weiter. In irgendeine Richtung. Ich habe keine Ahnung, wo. Ich möchte eigentlich gerne wieder irgendwie so an Fischgebieten sein. Aber am Meer vielleicht auch. Wäre eigentlich auch nicht so verkehrt. Dass wir da irgendwo in der Nähe sind. Oh, ducken, stimmt. Zoomen gibt's hier nicht. Wo könnten wir uns denn mal hinmachen? Ah.
die Musik lange nicht mehr gehört, da erschrecke ich voll. Oh, hallo. Oh, hallo. Hallo. Bist mir, du gehörst mir allein. Niemand wird dich hier finden. Hallo, Hase. Tschüss, Hase. Also normalerweise töte ich natürlich im Real Life keine Tiere. Ich habe selbst ein Kaninchen hier. So ist es nicht. Ich muss auch dazu sagen, ich esse noch nicht mal Hasen. Ja? So, früher als ich noch klein war, auch eine gute Aussage. Ich meine, als ich noch wirklich so ein kleiner Stumpi war, da hatten wir immer an Ostern einen Hasen gegessen. Mhm. Und das ging dann so lange so, bis ich irgendwann selbst einen Hasen hatte. Also ein Kaninchen hatte. So ein Hauskaninchen halt. Zweckkaninchen, so nennt man es genau. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich keinen Hasen mehr gegessen. Das ging einfach nicht mehr. Da habe ich mich vehement geweigert. Und ja, leider Gottes war an Ostern der Hase bei uns Familientradition. Und dann musste eben die Familie für mich etwas anderes kochen, zusätzlich. Oder eben komplett auf den Hasen verzichten. Tja, tut mir leid, aber nein, ich esse keinen Hasen und das wird auch so bleiben. Ist natürlich bei einer großen Familie, wie wir waren, also jetzt damit meine ich natürlich jetzt nicht nur Schwestern, Brüder oder so, ich bin ein Einzelkind, aber... ja. Okay. Sondern damit meine ich halt auch Tanten, Onkel, Cousine, Cousin und so weiter und so weiter. Also wirklich, das meine ich mit Familie jetzt bei mir zumindest mal. Mhm. Und ja, nur um das mal kurz dazu zu sagen. Aber das tut jetzt auch nicht zur Sache. So. Hallo. Hallo. Ich tue euch nichts und ihr tut mir nichts. Was hält ihr davon? Ja, schön. Ja. Hallo. Ich fühle mich hier nicht wohl. Verfolgen Sie mich? Das sieht nicht so aus. Aber dafür sind die da hinten. Oh, Mist, 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 weg, 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 weg. Also wenn ich das auch richtig gelesen habe, greifen die am ersten Tag nicht an. Wenn ich das richtig gelesen habe. Also korrigiert mich, wenn das nicht richtig ist. So habe ich es zumindest mal... Hallo, Lursch. So habe ich es gelesen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt. Wäre cool, wenn man das mal vielleicht über in die Kommentare schreiben könnte, ob das wirklich korrekt ist, dass sie nicht angreifen am ersten Tag. Aber er hat jetzt auch nicht angegriffen, sondern ist eigentlich gleich wieder zurück. Dann hoffe ich mal, dass das auch so ist. Aber wir müssten jetzt wirklich irgendwie mal so langsam irgendwie ein Camp finden. Da hinten ist wieder das Eingeborenendorf. Da möchte ich jetzt eigentlich nicht hin. Normalerweise. Oh. Mal gucken. Wo gehen wir hin? Wo lassen wir uns nieder? Mal ein bisschen rennen. Dass wir hier schneller wegkommen. Ist wieder der Fischteich. Die vermehren sich da drinne. Hier ist das Eingeborenendorf. Okay. Dann sollten wir hier eigentlich eher nicht hin. Würde ich mal sagen. Wo gehen wir hin?
Bretter. Bretter, sag ich. Stickies haben wir genug. Jetzt sind wir doch wieder an. Ja, jetzt sind wir wieder da, wo wir schon mal waren. Sollen wir da hingehen? Ach komm, was soll's. Wir gehen halt wieder dahin. Jetzt erst einmal und bauen uns da mal so ein kleines Camp auf. Diesmal vielleicht auch hier direkt an dieser Seite. Würde ich sagen, oder? Na, hier können wir nichts wirklich unterstellen. Ah, da haben sie den Baum hier weggepatcht. Der steht jetzt da. Hallo? Hallo, I'm friendly. Ich klau dir nur deine Bäume. Ja, so soll das Ganze jetzt mittlerweile sein. Die greifen einem nicht direkt, aber am ersten Tag anscheinend an. Sie klettern dann praktisch auf ihre Bäume hoch und denken sich, jo, mach du mal. Ich weiß nicht, ob sie jetzt angreift oder nicht. Traut sie sich? Alter, warten. Warten los? Hatte Probleme, hä? So. Tut mir leid, aber das musste jetzt sein. So, dann holen wir mal unsere Bretter. Also hier haben sie auch ein bisschen das Gebiet geändert, wie ich sehe. Schmeiß mal hier hin. Wir brauchen einen. Genau. Einen. Ich hab Hallus. Einen Shelter. Den stelle ich hier hin. Zack, 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 zack. Dann brauchen wir einmal noch Stämme. Dann können wir auf jeden Fall schon mal speichern und wenn wir dann aufhören, für das nächste Mal eben hier weitermachen, sind wir halt wieder hier. Oh. Wollte ich eigentlich nicht, aber gut, wir sind jetzt. Entschuldigung. Wir sind jetzt eben wieder hier hergekommen. Also nutzen wir eben unser Gebiet, was wir ja eh schon kennen. Kommst runter. Ist mir. Kennen wir ja schon, also nutzen wir es. Dann wollen wir da mal gucken. Dann auch, was wir alles so ja, Neues haben mittlerweile dann. Soll ja wirklich jetzt einiges dazu gekommen sein. Der nächste Patch gibt auch wieder einiges Neues anscheinend. Und die neuen Patch Notes für den nächsten kommen, dann habe ich mir noch nicht so angeguckt. Also zumindest nicht die neuen Patch-Notes, die gibt es ja noch gar nicht richtig, glaube ich. Aber was eben noch so reinkommen soll demnächst, habe ich noch nicht so richtig geschaut. Da brauchen wir noch zwei Stück. Was willst denn du jetzt? Hm, komm. Komm her. Wenn du was von mir willst, dann kommst du her, mein Freund. Oder soll ich zu dir kommen? Ey! Findest du das lustig, Tusse? Au! Na! Ho, hoi. So, die hätten wir dann auch wieder halbiert. Das war bestimmt dieselbe. Hat sich wieder zusammengesetzt mit den Teilen und ist dann... Ah. Und ist dann... praktisch wieder gespawnt. Ey. Da ist mein Holz. Und dann müssen wir gleich mal was zu essen machen. Zack. Hier war auch mal Wasser. Hm. Anfänglich war hier auch noch Wasser. Ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Hm. Spannung. Mal gucken, ob wir dieses Mal... dann auch, ja, perfekt. Dann auch. Nein,
Nein. Nein. Da. Dann auch. Ich fange gerne oft an. Dann auch. Dann auch. Und dann auch. Was wollte ich jetzt sagen? Oh Mann. Ob wir dieses Mal dann auch ein bisschen, ja, größer bauen werden. Richtig ausbauen werden. Aber ich denke, das werden wir hinkriegen. Oder ja, doch, ich denke, das werden wir hinkriegen. Es hat sich ja jetzt, wie gesagt, einiges anscheinend geändert. Und, oh, es läuft jetzt auch ein bisschen stabiler, habe ich so das Gefühl. So, ich weiß nicht. Also ich finde jetzt irgendwie, dass es so auch ein bisschen, oh, stabiler läuft. Kann mich natürlich auch irren. Mal kurz. Das Feuerzeug angemacht? Nee, ich wollte gerade sagen, mach das doch nicht an. Hallo, Stein, danke. Aber mal schauen. So. Diese blöden kleinen Steine. So, dann holen wir gleich mal wieder Holz. Da hinten stenzelt schon wieder einer rum. Die haben uns garantiert schon entdeckt. Hundertprozentig. Oder sie suchen jetzt die Kollegen von ihnen. Ich gehe mal da hoch. So ein bisschen in Safe Position. Wäre irgendwie auch ein interessanter Ort. Nein, komme ich nicht dran. Zack, 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 zack. Vor auf dumme Gedanken kommt die liebe Dame da hinten. Oder der Herr. Kann ich gar nicht richtig erkennen, was das ist. Na klar, ganz da hinten laufen sie auch noch rum. Gehen wir mal schnell zurück. Das ist aber auch wirklich ein, ja, wie ich finde, ein sehr guter Spot, um mal ein kleines vorläufiges Camp aufzubauen, würde ich sagen. Gut, was heißt vorläufig? Vielleicht bleibt es auch ein bisschen länger. Das werden wir sehen. Bauen wir mal schnell die Sachen hier rein. Perfekt. Und dann können wir mal was Richtiges essen. Zum Beispiel ein Kaninchen. Na. Ah, C-Taste war das ja. Stimmt. So, und während das jetzt brät, warten wir, beziehungsweise schauen wir, ob ich noch ein bisschen Holz holen kann. Ohne gleich wieder Besuch zu bekommen von deren lieben, netten Herrschaften. Zack, zack, zack. So. Das wird dann praktisch jetzt auch unser, ja, unser Neuanfang des Projektes. Würde ich sagen. Das heißt, die alten Folgen sind sozusagen auf Null gesetzt. Beziehungsweise... Oh mein Gott, ist das dunkel. Ich renne da jetzt einfach mal durch schnell. Beziehungsweise wir fangen hiermit sozusagen ein, ja, ich würde sagen, ein kleines Let's Play an. Hallo? Hase? Hase? Okay. Dann braten wir mal einen Lurch. Da ist er. Lurch. Jetzt habe ich das auch genauso wie der liebe Gronkh. Lurch.
Dann machen wir das mal. Und in der Zeit machen wir hier mal die nächste Wall noch dran. So. Hallo? Kann es sein, dass die jetzt vielleicht auch... Jetzt. Verbrennen dann? Oder gestohlen werden? Wer weiß das schon? So, wir gehen mal schlafen. Und dann haben wir auch den ersten Save Point. Und unsere... Oh, perfekt. Erste Folge des, nennen wir es mal, Let's Play. Jetzt offiziell Let's Play. Aber eine Folge in der Woche vielleicht. Ich weiß es nicht. Mal schauen, wie ich das Ganze reinhauen werde. Das ist nur mal so ein kleiner Beginn. Das heißt, wir fangen hier praktisch jetzt wirklich von Null an und fangen jetzt an, uns zu vermehren, auszubreiten, wie auch immer. Also, die erste Folge, da ist natürlich nicht viel passiert. Logisch, aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.